Ich nehme nur mich wahr eigentlich, was darüber hinaus, also in meiner Arbeit, was darüber hinaus auf mich einwirkt, wirkt auf mich ein. Es wirkt eigentlich alles auf mich ein, muss man sagen. Und es findet auch seinen Ausdruck, geht ja gar nicht anders. Eindruck, also Ausdruck folgt dem Eindruck. Und also durchs Auge rein, durch den Pinsel rein. Also mein Anliegen ist die Wahrheit, wenn es überhaupt eins gibt. Oder Wahrhaftigkeit, muss man vielleicht genauer sagen, weil man muss einfach alles so sehen, wie es ist und nicht, wie es sein soll oder wie es gerne sei. Das ist das, was wir nicht Schöne nennen, sondern das, ja, wir nennen das gar nicht. Ich schöne nicht und ich verhässliche auch nicht. Ich mache einfach nur, was ich mache. Ich weiß über meine Bilder nicht mehr als ein anderer. Also ich stehe wie ein anderer Zuschauer vor meinem eigenen Bild und weiß genauso wenig oder genauso viel. Manchmal kommt ein Titel dazu, der so aussieht, als sei es ein Bewusstsein dafür. Aber der Titel ist nicht von mir. Der Titel ist von meinem Dichter. Also der Titel deutet ja auch nicht das Bild, sondern benennt es nur. Und die Deutung ist frei. Jeder darf deuten, was er möchte. Johannes Grützke ist seit den 60er Jahren im Berliner Kunstbetrieb präsent, hat sehr viel in Galerien ausgestellt. Dagegen ist er von Museen so etwas links liegen gelassen worden, vielleicht weil man sein Werk nicht eindeutig einordnen kann. Es hat dann in der Nationalgalerie 1984 eine Ausstellung seines Skizzenmaterials gegeben, vor 5 Jahren im Georg-Kolbe-Museum über sein plastisches Werk. Aber es hat jetzt endlich erst geklappt, wo er den Hanna-Höch-Preis des Landes Berlin erhält für sein Lebenswerk. Insofern ist es eine Retrospektive im Ephraim-Palais im Stadtmuseum Berlin. Von den 60er Jahren stammen auch die frühesten Bilder bis heute, bis zum Jahr 2010, 2012. So gewinnen wir einen Überblick über sein gesamtes künstlerisches Schaffen mit all seinen Spielarten und auch stilistischen Entwicklungen und vor allen Dingen den verschiedensten Themen, die er angeschnitten hat. Grützke ist sicherlich einer der bedeutendsten figurativ arbeitenden Künstler in Deutschland. Figurativ heißt ja nicht automatisch realistisch. Man meint immer sofort erkennen zu können, was er da gemalt hat, aber es steckt eben oft ein tieferer Sinnzusammenhang dahinter. Und in dieser Position ist er meiner Ansicht nach relativ einmalig in Deutschland. Thank you.